Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash News. Und heute reisen wir zusammen auf die Insel der Freude, nämlich nach Mallorca. Und dort gab es nämlich eine sehr interessante Folge der Katzenberger Familienglück auf Mallorca, wo sie über den anstehenden, gut zu diesem Zeitpunkt anstehenden Florian Silbereisen Auftritt spricht, aber auch wir noch mal ein bisschen mehr von ihrer Umwandlung erfahren. Ja, die eine oder andere Umwandlung hat Dana Katzenberger ja schon hinter sich, aber das hat sich alles doch für mich etwas überraschend herausgestellt. Das werden wir heute miteinander sprechen und ich hoffe, dass ihr auch dran Freude habt. Und wenn du jetzt sagst, Mensch Danny, vielen herzlichen Dank für deine täglichen Trash News und für dich herzlich eingeladen, dich dieser kleinen, sehr netten Trash-Familie anzuschließen. Uns fehlen nur noch 11 Abos und dann haben wir die, ja, 13.500 schon erreicht. Das ist wirklich eine richtig große, starke Zahl. Vielen herzlichen Dank. Bevor wir so richtig mit dem Video beginnen, muss ich noch was klarstellen. Ich habe gestern einen Fehler gemacht. In einem meiner Videos habe ich gesagt, dass Instagram leider keine Funktion verfügt, wo man gewisse Wörter sperren kann, so wie eine Firewall. Das war nicht richtig. Ich wurde gestern darauf hingewiesen, vielen Dank nochmal für den Tipp, dass Instagram sehr wohl die Funktion hat. Und ich habe mal geschaut, Tatsache, man kann auch einzelne Wörter bei Instagram als sogenannte Spam-Wörter bezeichnen. Wenn mir jetzt jemand zum Beispiel immer schreibt, ja, dick, könnte ich das Wort dick sperren, dass alle Kommentare, die dieses Wort ja beinhalten, quasi gar nicht zugelassen wären. Vielen herzlichen Dank. Ich habe den Tipp auch entsprechend weitergegeben, zumindest an die, die mich nicht geblockt haben. So, wer von euch hat gestern RTL 2 eingeschaltet? Ja, ich vermute mal die wenigsten, ist aber nicht schlimm, deswegen wisst ihr ja, auf mich könnt ihr euch verlassen. Ich fasse euch, wenn es etwas Wichtiges gibt, es hier zusammen. Und Tatsache, habe ich gestern Abend die Zeit gehabt, mir die neue Folge von Dana Katzenberger Familienglück auf Mallorca anzuschauen. Ich habe ja gesagt, wenn ich die Zeit finde, schaue ich gerne für euch rein. Habe auch reingeschaut, ja, die Doppelfolgen sind jetzt ja gekürzt auf eine Folge, um vermutlich die Sendetermine in die Länge zu ziehen. Dürfen wir nicht vergessen, dass auch ab nächster Woche Wettkampf in vier Wänden startet mit Peter Klein und Yvonne Wölke. Und da ist es natürlich sehr gut, wenn zwei Sendeformate, einmal in RTL und einmal in RTL laufen, um eventuell hier den Streukreis zu vergrößern. Ja, ich könnte mir vorstellen, das ist so ein bisschen geplant gewesen, ist aber auch nicht schlimm. Auf jeden Fall ist die Folge gar nicht so weit zurück gewesen. Wir erinnern uns, circa 10 Tage ist es her, da hatte Daniela Katzenberger ihr Auftritt bei Florian Silbereisen und die Folge spielte 7 Wochen vor diesem Auftritt, wo Daniela Katzenberger feststellte, sie passt gar nicht in ihre Hose rein und sie muss noch ein bisschen was machen. Was mir an der Folge schon mal vorab sehr gut gefallen hat, keine Iris Klein Sendezeit und keine Ehedrama Sendezeit. Deswegen habe ich mich diesmal auch unterhaltener gefühlt als sonst. Die anderen Folgen, ich glaube die letzten 3, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, da wurde ja dieses Ehedrama in der Familienfolge von Daniela Katzenberger thematisiert. Iris gehört zur Familie, klar, aber eigentlich ist ja der Schwerpunkt mehr auf Sophia und Lukas und nicht auf das Ehedrama, welches Iris da irgendwie in die Medien gerotzt hat. Ja, das muss man einfach mal so differenzieren. Deswegen war ich gestern schon mal sehr erleichtert, dass das nicht wieder irgendwie Thema war, sondern dass man sich wirklich ganz auf die Familie Katzenberger konzentrieren konnte. Und das war schon sehr interessant und da habe ich mal etwas für euch vorbereitet. Also, wie ich schon gesagt habe, die Folge startet 7 Wochen vor dem Florian Silbereisen-Auftritt, also gar nicht so lange her. Und letztendlich wurde Daniela Katzenberger von sehr viel Angst geprägt und das hat sie für mich so ein bisschen natürlicher werden lassen, ja. Ich hatte sie so, ehrlich gesagt, auch nicht immer wahrgenommen. Das fand ich jetzt aber erstmal ganz angenehm, dass man schon gemerkt hat, dass sie sehr aufgeregt ist und ich muss auch zugeben, der ein oder andere Lacher ist auch mir über die Lippen gewandert und ich habe euch ja gesagt, man kann ja auch über nette Sachen berichten, wenn dann etwas passiert. Also das fand ich alles sehr authentisch und es fing halt damit an, dass sie sich eine Personal Trainerin gebucht hat und hat dann da ihr Sportprogramm durchgezogen und wir zitieren, vor kurzem hat Katzenberger erst von ihrem Auftritt erfahren und der Reality-TV-Star ist nervös, zudem fühlt sich im Moment auch nicht 100%
sich wohl in ihrer Haut. Kurzerhand sucht sie Hilfe bei einer Personal Trainerin. Mit ihrer Hilfe soll das Selbstwertgefühl wieder gesteigert werden. Und das war sehr, sehr spannend. Ich meine, klar, es ist eh alles für die Kamera inszeniert, so ein bisschen. Ja, aber Sport hat sie ja trotzdem gemacht. Und was ich halt hier sehr interessant fand, mitten in einem öffentlichen Park, ja, wo wirklich Hinz und Kunz vorbeigelaufen ist und sie dabei beobachtet hat, wie sie mit Kamera, Licht und Tonmann Sport gemacht hat. Das fand ich schon mal, ehrlich gesagt, gar nicht mal übel, ja, dass man sich das dann so zutraut, so in der Öffentlichkeit Sport zu machen, ja, fand ich jetzt nicht schlecht. Das war so das erste große Thema. Dann zog es sich so ein bisschen weiter mit einer gewissen psychologischen Beratung, will ich es mal nennen, denn Daniela Katzenberger hatte sehr große Angst vor dem großen Florian Silber-Auftritt zu versagen. Und wir haben ja diesen Auftritt bei Florian Silbereisen auch bei mir in den Videos besprochen und kommentiert und wir waren uns eigentlich einig, ja, hat sie gar nicht schlecht gemacht. Allerdings so passt sie nicht auf die Schlagerbühne, ja. Also das haben wir so uns, das ist, sagen wir mal so, 80% der Kommentare war, ja. War nicht schlecht, aber sie passt halt da nicht hin. Und Tatsache war genau das ihre Angst, dass diese Zuschauer, ja, das sagen und fühlen, dass sie halt einfach da nicht hingehört. Es gab so einige Punkte, wo sie doch sehr nervös war. Und wir sehen sie hier auf dem Bild auch bei einem sogenannten Klopftraining. Also sie war bei dem Psycho, ja, weiß nicht, ob es ein Psychologe war, aber das war auf jeden Fall jemand, der Therapeut, ein Klopftherapeut. Und es ging dann quasi darum, seine Ängste wegzuklopfen, indem man über sie spricht und sie dann wegspricht. Und so hat man halt auch einen sehr guten Einblick bekommen. Wie gesagt, immer alles unter dem Deckmantel. Ist es für die Show gestellt oder nicht? Das weiß ich natürlich nicht. Hat man aber einen sehr guten Einblick bekommen zu allem, was Daniela Katzenberger in irgendeiner Form Angst macht. Und das waren halt wirklich solche Sachen wie, was ist, wenn ich nicht angenommen werde? Was ist, wenn es mir keinen Spaß macht? Was, wenn ich mich nicht bewegen kann? Was ist, wenn die mich nicht annehmen? Also sie war schon wirklich voller Ängste, was diesen Florian Silbereisen-Auftritt betrifft. Das hat man deutlich gemerkt. Und sie hat sich halt dann eigentlich nur gewünscht, dass sie das irgendwie ja über die Reihe bekommt und dann, dass das angenommen wird. Also der größte Teil der Menge fand den Auftritt ja auch gut. Das muss man ja auch so sagen. Den größten Teil der Menge fand den Auftritt ja auch gut. Ich hatte damals nur noch erwähnt, dass sie für mich persönlich, das ist ja eine persönliche Meinung, irgendwie nicht in dieses Schlagermysterium passt. Vielleicht eher noch bei Krümel auf Mallorca, aber ich finde, Daniela Katzenberger ist jetzt nicht unbedingt die Sängerin, das sollte man vielleicht dann doch lieber Lukas Cordalis überlassen. Und was womit ich persönlich ein Problem habe, ja, zeigt mir mal heutzutage noch einen Song, der nicht richtig gesungen ist. Also alles ist voller irgendwelcher, ja, künstlichen Töne und künstlicher Stimmbearbeitung, dass man den Eindruck hat, dass alles von einem Roboter gesungen ist. Das finde ich bei Daniela Katzenberger halt auch echt schlimm. Aber auch bei sämtlichen Influencern, die Musik machen, jede Stimme ist so dreimal überarbeitet, dass sich das einfach nur nach Roboter-Sirenengesang anhört. Das gefällt mir persönlich nicht. Ich höre da lieber wirklich tolle Sänger, die vielleicht schon ein bisschen älter sind, aber ihre Stimme nicht irgendwie künstlich verändern mussten, um irgendwie annehmbar zu sein. Ja, also das ist so etwas, was mir persönlich stört, aber dafür kann Daniela Katzenberger auch nichts. Das ist ja nur mein eigener Eindruck und das ist bei ihrem Song halt auch extrem. Vielleicht irre ich mich auch, aber ich finde das bei ihrem Song schon sehr alles überarbeitet. Ja, aber wie gesagt, sie hat ihren Auftritt gemacht, sie hat ihn auch soweit gut überstanden und ich fand den Auftritt jetzt auch gar nicht so schlecht. Gibt, wie gesagt, hier ein Video dazu. Und dann ging noch das ganze Sofaskandal weiter. Darüber habe ich ja auch hier, kann man das so ein bisschen sehen, darüber habe ich ja auch in einem Video gesprochen. Da ging es um das Sofa, was Lukas Cordalis einfach ausgetauscht hat. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, dieses neue Sofa war pothässlich. Das ist hier die alte Couch, das neue Sofa sieht man, glaube ich, jetzt hier nicht. Das ist so ein weißes Sofa, total ungemütlich, unbequem und unpassend. Man kommt da maximal zu zweit drauf. Da war diese große Sofaecke deutlich besser. Und ich habe auch nicht so richtig verstanden, warum man das Sofa austauscht. Ja, es war wohl 15, 20 Jahre alt, aber es sah ja tipptopp gepflegt aus. War ein bisschen Materialverschwendung so. Also klar kann man auch nach 10 Jahren das Sofa austauschen, aber es war halt aus meiner Sicht nicht kaputt oder so. Und dieses neue Sofa, was Lukas da gekauft hat, war wirklich richtig, richtig vom Optischen her unbequem und hat halt einfach null reingepasst. Das war auf jeden Fall eine sehr, sehr schlechte Entscheidung und aus meiner Sicht. Und zum Schluss endete die Sendung denn nochmal mit einer kleinen Sporteinheit, dass Daniela Katzenberger, Sophia und Lukas Cordalis im Sportpark, also im Kletterpark unterwegs waren
um so ein bisschen Fett zu verbrennen in Höhenmetern. Ich glaube, 12 Höhenmeter waren die unterwegs und das war auch nicht für Daniela Katzenberger unbedingt eine so tolle Erfahrung. Ja, eine Folge, wie ich fand, die wirklich komplett auf Daniela Katzenberger und Lukas Cordalis zugeschnitten war, ohne Ehedrama. Und das war wirklich mal eine Folge, wie ich sie mir auch gewünscht habe. Ja, ich glaube, viele Fans von Daniela Katzenberger haben gar keinen Bock auf diesen ganzen ihres kleinen Beef. Das lese ich auch immer wieder. Viele fühlen sich auch in ihrer Fan-Management, in ihrer ja, Fangemeinschaft so ein bisschen betrogen, dass halt ihres Klein so einen großen Sendeplatz eingenommen hat. Ich glaube, sie hatte so 2-3 Folgen mit Tinder-Date-Geschwafel und so. Das war alles sehr, sehr ausgespielt. Und das haben vielen Leuten nicht so gepasst. Und das hat man auch deutlich in den Kommentaren gelesen. Ich glaube, wer Daniela Katzenberger mag und sie sehen will, der schaltet das Format ein, um sie zu sehen, um nicht um ihres kleinen Familienunglück auf Mallorca zu sehen. Das hat sich deutlich für mich hier auch bei mir auf dem Kanal herauskristallisiert. Ich persönlich fand, wie gesagt, diese Folge nicht schlecht. Ich fand das gut, dass Daniela Katzenberger so viel von ihren Ängsten preisgegeben hat. Das hat natürlich auch sie ein bisschen ja natürlicher werden lassen, ja, wenn ihr versteht, was ich meine. Das fand ich schon alles gar nicht mal so schlecht. Und bin schon gespannt, wie es weitergeht. Ich glaube, das war jetzt die vorletzte Folge. Nee, ich glaube, es war Folge 8, 9 und 10 kommen noch. Also es kommen noch 2 Folgen. Und das dann alles ab nächster Woche, wenn dann auch Wettkampf in 4 Wänden startet. Und da bin ich auch wirklich sehr gespannt, Freunde. Ja, das soll es von mir schon gewesen sein. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen diese Folge näher bringen, obwohl ihr sie selbst nicht sehen wolltet. So habt ihr vielleicht einen kleinen Eindruck von mir bekommen, wie ich zu dem ganzen Thema stand. Es war auf jeden Fall nicht die schlechteste Folge, Freunde. Ich verabschiede mich jetzt, wünsche euch aber einen hervorragenden Start in den Tag und freue mich heute, wenn wir uns wiedersehen um 14 Uhr. Und es könnte sein, dass wir uns hier mit einem neuen Andreas Ellermann-Video beschäftigen. Eieiei, da geht es nämlich auch weiter. Freunde, macht es gut, tschüss.